Guten Tag und herzlich willkommen. Ich hoffe, wir haben Ton und Bild. Ja, der Sven ist auch gerade aufgeschlagen im Chat. Ich mache mal den Chat hier an. Ich hoffe, der geht auch genauso wie drüben. Ah ja. Schön. Ja, auf jeden Fall ein ganz herzliches Willkommen in den Chat. Wir sind heute, glaube ich, in relativ kleiner Runde. Das macht ja nichts. Mir zumindest nicht. ja, ich habe das Spiel schon mal gestartet. Man sieht es ja schon. Ja. Ja. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Ich starte das Spiel mal. Wir sehen ja auch direkt ein paar Busse herumfahren. Aber das Spiel hat keinen Ton. Das werden wir mal eben überprüfen. Ist ja noch so ein bisschen Findungsphase jetzt. Ah ja, ich habe es hier deaktiviert. Da ist es. Wunderbar. Ja, ich finde die Strecke eigentlich nicht so schlimm. Also send mal ruhig ein. Ah, Schenker ist auch da. Guten Abend. So, bevor ich mir hier aber einen Wolf suche. Müssen wir natürlich mal gucken, wie hier die Streckenauslastung ist. Ach, das ist Regio GLK. Ach, stimmt. Nee, ich wollte ja eigentlich zu der anderen Strecke. Hier die. Bei Ladenburg. Zug Annaberg Recklinghausen. Ja, klar. Frauenstimmen immer gern gesehen. Gehört, da meine ich natürlich. Wie viel? Wie sieht man hier? 40, ah ja. Muss ich kurz im Spiel wieder orientieren. Eine Woche lang nicht gespielt. Hier oben muss man ja auch immer gucken, dass die Züge gut ausgelastet sind. Aber ich denke, das geht schon. 63 kommen an. 57 wird er wieder mitnehmen. Na schön. Reusen wird auch immer größer, heftiger Busverkehr. Aha, ja. Schenker war am Landwirtschaften. Sehr schön. Wir werden noch mal kurz hier nach der Effizienz der Bahn hier gucken. ZB1. Weiß nicht genau, ob man dann noch einen Zug drauf setzen kann, aber die Regio GLK hat einen guten Takt und verdient auch gut Geld. Der Zug Öhringen-Heide, naja, ein Sorgenkind. Und der Zug Zwiesel-Leutenberg auch ein bisschen. Beilstein-Gütersloh. Auch Güterloh, ja, das heißt eigentlich Gütersloh. Unglaublich. Schreibfehler über Schreibfehler. Annaberg Recklinghausen ist auch so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob man da vielleicht noch eine Bahn draufsetzen soll oder was auch immer man da noch tun kann. Der Takt ist halt ein bisschen gering. Naja. Oh. Witzi wieder. Witzi, du warst fast noch nie hier. Schön. So, ich sag mal Prost. Wir trinken heute ein stinknormales Reisdorf-Kölsch. Das schönste Standard-Kölsch, das es gibt. Erfrischend. So, ach so, Datum muss ich noch umstellen. Erfrischend. Oh. Hier wieder Ton an. Wieso? Wer macht da immer wieder Ton an? Unglaublich.
Wie mache ich denn hier nochmal Sachen? Ja, 7.4. ist aber auch schon ziemlich, ne? Hotel macht kein WLAN an. Nein, das stimmt. Das macht überhaupt keinen Spaß. Wie? Kölsch? Ist doch super Bier. Ah, hier, National Express fährt hier, halb ausgelastet. Bist du in Köln, Witzi? so. Was ist denn hier mit den Bussen? Funktionieren die nicht? Ah, oh, Bonn ist auch schön, ja. Naja, manche Hotels nehmen ja dann noch immer ein Geld für das WLAN, das nicht funktioniert. Das ist ja noch das Geilste. So. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie mal hier an der Bus-Sachen hier so ein bisschen gucken. Finanzen. Ah ja. Mhm. Ja gut, also es gibt auf jeden Fall keine Mindereinnahmen, sag ich mal. Ist ja schon mal schön. $500 MB beschränkt. Ja. Ja, ist ja erst 2016, da darf man das noch nicht erwarten, dass es da vernünftiges WLAN gibt, auch so in Städten, innerstädtisch und so. Ach, da ist alles noch Zukunftsmusik, ja, gibt's ja gar nicht. Ach, wunderbar. Wieso, Witz, was trinkst du denn für einen Kölsch, wenn ich mal fragen darf? Echt? Reisdorf. Schön. Schön mild. Oh, guck mal, hier ist gerade ein Hochhaus fertig geworden. Direkt 18 Leute eingezogen. Oh, voll schön. So, wir werden hier ein bisschen... Oh ja. Meschede fahren die Leute nicht gerne mit dem Bus anscheinend. Sehr schade, sehr schade. Meschede wäre so eine schöne Stadt geworden, aber so... Ja, man kann eine Stadt auch größer bauen, aber... Auch hier so blöde Verbindungen, die der hier manchmal baut, ne? Hier könnte man das ja jetzt ja hier schön anschließen und so. Ich bulldozer das mal weg. Könnte man ja jetzt eine wunderschöne Straße von hier nach hier ziehen zum Beispiel. Zack. Fertig. So. Hier rüber irgendwie. So. Guck mal, wie schön. So, Straße wieder aus.
Annaberg-Buchholz wird hier von Millionen Bussen durchfahren, aber irgendwie. Sollte man eventuell auch die Haltestellen so legen? Müssen wir hier reingucken, was hier so abgeht. Wahrscheinlich finanziell absolute Katastrophe. Ah, es geht noch. Nee, heute kommt kein TS. Brauche ich. Nee. Zwölf wird alt. Haben wir denn keinen Fahrzeugersatz? Nee, haben wir nicht. Ja, also. Machen wir doch mal einen Fahrzeugersatz. Konzept. Fliegen? Nein. Ich habe Fliegengitter an den Fenstern. ja, ich bin auch völlig flugunfähig. Flugunfähig, ja. Völlig. So, jetzt muss ich mal gucken, wie hier der Bus hier so lang irgendwie fährt. Möchte ich ja mal wissen. Weil eigentlich würde ich ja gerne. Ist ja auch totaler Quatsch hier. Man könnte ja auch hier von der Schlossstraße. Oh, schön! Geil, das geht ja sogar. Wie hast du das bloß da reingekriegt? Krass. Schön. Ich sage Prost. Geil. Wunderschön. Krass, dass man da so ein Foto in den Chat machen kann. Schön. Fällt mir sehr gut. Wir müssen da jetzt hier mal, ich möchte eigentlich lieber hier durchfahren. Irgendwie hier, so noch so hier, vielleicht so eine Bushaltestelle. Das werden wir direkt mal bewerkstelligen hier. Hier, guck mal, das ist so eine ganz tolle Location für eine Bushaltestelle. Schöner kann es eigentlich nicht sein. Dann nehmen wir nämlich den Mühlweg da raus. Weil der fährt ja schon hier über diesen komischen Busbahnhof. Das ist halt Nebengleis. Ach, da fährt er los, okay. Da fährt nämlich da los, dann nehmen wir das hier raus. Und dann, wenn wir eine neue hinzufügen, und zwar diese hier. Obwohl, da könnte der auch hier halten, ne? Aber hier ist halt Nebengleis, das soll sich halt so ein bisschen konzentrieren. Ja, Flens ist auch lecker. Vorne ist auch voll das. Was soll das, ey? Wieso? Achso, da vorne ist hier. Das ist der Bahnhof. Okay, das kann ich ja noch verstehen. Aber man könnte dann hier zum Beispiel noch eine Bushaltestelle hinmachen. Denke ich. Da vorne ist auch wieder irgendwie Stau. Ich mache hier kurz die Bushaltestelle rein. Goethestraße und danach ist Feldstraße. Also muss ich das so. Wir werden nach so Goethestraße. So muss ich das, glaube ich, machen. Ne? 5, 6, ja. Klar. Ist denn hier wieder Stau? Ja, möchte ich nicht. Das geht gar nicht, Kinder. Müssen wir wieder hier Gebäude abreißen, oder was? Das geht einfach nicht. Das können wir uns nicht leisten. Busspur natürlich. Die Straße ist zu klein. So, was heißt hier Kollision? Ach nee, also dieses Straßenaufrüsten ist auch echt a grouse. Collision. Unglaublich.
Wahrscheinlich hier mit der Straße, oder was? Ah, jetzt geht's da langsam weiter. Ja, ja, weil ich hingucke. Komm. Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie dieses Transportfieber wird. Ah, New York Subway ist auch da, wie schön. Oh, 216 wird alt. Oh, warum denn? Geht doch nicht. Fahrzeugersatz. Machen wir mal hier einen schönen Fahrzeugersatz mit den Kisten. Hat Annaberg eigentlich einen Fahrzeugersatz? Da muss ich mal gucken. Muss ja hier mal ein bisschen Modellpflege betreiben. Ah ja, doch. Ja, genau, das denke ich nämlich auch, dass Transport Fever da ein heißer Kandidat für die Gamescom ist. Ne, Hitbox stellt nicht automatisch die Quali ein. Nö, also man konnte ja auch in dem Jahr, in dem Train Fever rausgekommen ist, da schon vorher spielen. Oder war das da schon draußen? Ja, ich meine, das wäre ein Preview gewesen. Auf der Gamescom, bevor das rausgekommen war. Ach, stimmt, Nordrhein-TV, ja, müssen wir mal gucken. Der spielt da immer sehr enthusiastisch, sage ich mal. Ja, hier kommt auch kein Zug, ne? Alter Schwede, was soll das, ey? Wo schleicht der denn rum? Die BR420 ist echt ein... Boah. Ein lahmes Stück. Entschuldigung. Ach ne, die Baureihe 420 ist gar nicht im Chat, ne? Ach doch, da ist er ja. Oh, scheiße. Ich dachte, er wäre nicht da gewesen. Oh ja, hättest du denn gerne mal für ein Intro? Könnte man eventuell berücksichtigen. Wie heißt er denn? Swinging Priest. BR420, alter Schwede. Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein paar Züge mit auf die Schiene bringen. Nicht hier TGW oder so. Ich würde ja mal so eine Kiste hier nehmen, aber... Die Betriebskosten sind so immens hoch. Wohl 1,36. Zero Diesel brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Der kann halt richtig was. Von der Geschwindigkeit her. Können den ja mal einfach als RE einkaufen, sozusagen. Wie macht man das jetzt nochmal? Oh, oh. Ich vergesse nicht, wie man das hier werkstelligt. Ach doch, so. Ist ja der hier, ne? Müsste ja eigentlich da auch unbedingt, ja gut, ich glaube, den Soundtrack kriegt man auch auf die Festplatte, denn der liegt da irgendwo so ganz unverschlüsselt einfach rum. Meine ich. Ach
so. Wie sind ja eigentlich die Signalabstände? Total beschissen, ne? Ach nee, dann kommt das aber nicht mehr ab. Ne, hier ist zweigleisig, ne? Da kann ich ja eigentlich Signale bauen wie ein großer. Ja, komm. Da geben wir mal richtig Signalgas, ja? Da kann man ja richtig mal Signalgas geben hier. Ja, auch richtig. Ja, sieht fast so aus, ne? Ja. Ist ja alles zweigleisig. Ja, komm, Fahrzeug im Weg, das ist ja schon weit weg. Genau, Blocksignale. So, wenn da eine rauchen. Da irgendwie so einen fiesen Schatten in der. Der Kamera, ne? Möchte ich eigentlich nicht. Muss ich ein bisschen nach vorne rücken. Das ist mein riesiger Kopf. Ja, das ist mein riesiger Kopf. Wenn ich den so nach vorne. Oh Gott. Oh. Hier. Ne, hier, ne? Da so schwarz ist das da so. Möchte ich eigentlich nicht. Ja, ich habe einen richtigen Schatten. Alter Schwede, ey. Ich dachte eigentlich, der wäre geheilt, aber jetzt. Es hat alles so. Wie hört er sich eigentlich an? Ich glaube, ich habe dem noch nie zugehört. Horn. Schön. Spiegelt auf jeden Fall schön, ne? Ja, das stimmt, ja. Obwohl, ich habe die neue Webcam schon ausgesucht, sozusagen. Können wir noch mal im Separé drüber. Ah, hier, wir müssen auf jeden Fall den Bahnübergang. Ja, Fahrzeug im Weg, komm. Jetzt keinen Scheiß. Dann steht da wenigstens schön auf dem Bahnübergang, ja. Das finde ich toll. So, hier sollte man vielleicht auch noch eins setzen. Weil auf Brücken geht das ja nicht. Ja, wenn man in Deutschland auf Brücken keine Signale setzen dürfte. Obwohl, ich weiß gar nicht. Könnte sein, dass der von Siemens ist. Wieso ist das hier oben auf? Möchte ich nicht. So. Ah, hier ist wieder ein Bahnhof. Alles klar. Ja, die BR 420. Ich müsste eigentlich hier so ein Überholgleis noch einrichten. Naja. Überholgleis. Wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? Bisschen unterbesetzt. Die Bahn. Ich hoffe, mit dem Nahverkehr, mit dem Angebot hier, dass ich hier gerade fahren lasse, kommen dann auch mehr Fahrgäste, sonst. Rosenheim könnte auch mal ein bisschen wachsen. Was ist denn hier los? Will keiner nach Rosenheim ziehen? Ist auf jeden Fall, die Bevölkerungsentwicklung ist positiv. Oh, Geschäftsgebäude nehmen zu. Mhm. Schön, schön. Achso, wir könnten versuchen, hier Güter irgendwie. Wie kann man denn hier Güter reinfahren? Oh, der Setra-Fan ist da. Guten Abend. Oh, diese Wandern. Schon mal gelesen. ja, der Funst. Der sollte eigentlich, also sollte theoretisch. Habe ich den überhaupt eben angemacht? Warte. Oh, da muss ich mal kurz gucken. Ob der. Ich hatte nämlich eben einen kurzen Neustart gemacht.
Dann weiß man ja nie, ob das alles wieder so hochfährt, wie man sich das denkt. Ah! Jetzt steht der Witz vom Hell. Schön, vielen Dank. Sich selbst gespendet sozusagen. Nee, nee, der ist jetzt aktuell wieder. Da wird jetzt immer der aktuelle Spender eingeblendet sozusagen. Nur irgendwie habe ich bis jetzt noch kein richtiges Programm gefunden, was das so. Obwohl, man kann auch so eine Liste einblenden und so. Naja, das werden wir noch ein bisschen entwickeln. Vielleicht nächste Woche mehr. Das habe ich jetzt übrigens, soll ich das einfach mal sagen? Ja, ne? Stream-Tipp Alata. Habe ich das realisiert, weil irgendwie das andere Tool, was ich vorher benutzt habe, ich kenne den Namen auch gar nicht mehr. Es hat sich irgendwie dem Stream-Tipp Alata angeschlossen oder so. Auf jeden Fall ist pleite. Ja, was soll man sagen? Was soll man sagen, ja? Geht alles kaputt. Ist an, ist an. Müsste das nur noch umstellen, dass es so eine durchscrollende Liste ist, weil wenn da mehrere Leute spenden, dann... Ah, Sven hat auch gespendet. Vielen Dank. Siehste mal. Desktop Benachrichtigung gibt es nämlich auch, weil ich ja nicht die ganze Zeit auf den Stream schaue. Das ist schon schön, dass wir das mal getestet haben. Wunderbar, vielen Dank. Ja, so gegen 8 wahrscheinlich jetzt gleich. So in wenigen Sekunden wird sich der Meobot wohl verabschieden. So, die BR420. Ich glaube, die muss da raus. Eine Person. Nee, wie viel hat er jetzt aufgenommen? 19. Ja, okay. Achso, der hatte die schon weggesaugt, als ich geschaut habe. Und hier ist auch wieder irgendwie so leichter Stau, ja. 16 Kilometer Stau zwischen, könnte man ja auch mal im Sim-Live-Radio sagen, zwischen Recklinghausen und Rosenheim aktuell 16 Kilometer Stau. Die sollten eine halbe Stunde mehr einplanen. Weil hier irgendwelche Spuzis hier vorne an der Kreuzung einfach nicht klarkommen. Ich weiß auch nicht, vielleicht müsste man auch noch hier irgendwie so eine Straße hier so quer rüber bauen, dann würde die sich so ein bisschen aufteilen, weiß man ja nicht. Ich werde das einfach mal ausprobieren. So, bauen wir da eine Straße hin. Natürlich mit Busspur. Was soll das denn? Was soll der Geiz? So, ne? So. Ach so, ne, aber das ist auch doof. Das ist doof. Machen wir so. Genau, dann ist die Busspur auch viel schöner. Könnte man auch noch eine Busspur hinbauen, dann sind die Autos schon mal weg. Oh. Lina Katharina ist auch da. Prunkjuwel. Lustige Namen auf jeden Fall, die man da in der Chat-Sache sieht, sozusagen. Chris Tess. Simufan ist auch da. Nabend. Rosenheim. Also irgendwie kommt mir das Busnetz in Rosenheim auch irgendwie so ein bisschen... nicht das Beste.
Oder meine ich das nur? Wir werden auf jeden Fall mal schauen, was da... Oh, oh, habe ich noch hier irgendwas? Oh, Autosave. Der Bus Rosenheim könnte eventuell ein bisschen aufgestockt werden. Fährt ja im Moment nur daher. Vielleicht sollte der hier hinten irgendwie noch so mitkreisen. Zum Beispiel hier könnte man ganz toll... Alter Schwede, hier... Vom grünen Weg aus hier rüber. Nee, das ist auch. Oh, warte mal, dann müssen wir hier noch eine hinbauen, dann reißt man die andere ab. Muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und hier unten eventuell noch irgendwie mal so rumfahren, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Achso, wir könnten eventuell diese Straße da verlängern. Ne, so. Das, aber das ist jetzt keine richtige schöne Straße. Wo bin ich? Hilfe. Achso, die muss ich dann noch upgraden hier, wenn das geht. Nein, natürlich nicht. Ach, soll das gehen? So, Upgrade Straße. Ich muss hier mal ein bisschen durchgreifen, Jungs. Das geht gar nicht hier. Ihr immer mit eurem Rumge... Also... Hier auch mal ein paar Busspuren anbringen, ey, sonst geht das hier wieder das Heiden-Verkehrschaos-Mega-Event. Schön, so. Hier mal ein bisschen Busspuren ausbauen, ich weiß. Ah, hier, da ist wieder Kollision, Kollision, Kollision. Hier geht, hier geht. Hier würde auch noch gehen. Hier rüber, Amselweg muss auch versorgt werden. So, obwohl müssen wir hier unten herfahren? Ich weiß es nicht genau. Hier könnte man auf jeden Fall noch eine Straße bauen. Die bietet sich ja förmlich an. Möchte ich aber so eine haben hier. Genau. No. ...171 Meilen, was meinst du damit? Ja, BR-101 eher. Ich muss ja sagen, ich freue mich über jedes Fahrzeug von Virtual Railroads, ja. Jedes Fahrzeug, was die bauen, ist meiner Meinung nach ein großer Gewinn für den Train Simulator. Ja, Witzi, mach's gut. Neue Reisezeit kommt auch. Du bist ja so schön nach Frankreich gefahren. Durch Frankreich gefahren. Habe ich mir so angeguckt. Habe ich dich etwas um die Oberleitung beneidet, muss ich sagen. Die so schön Kanten geglättet war. Ja, Experten sagen, dass es wohl dass es eine BR-101 ist. Oh, 113. Ach so, ja. Ja, steigt auf jeden Fall. Ne? Wir müssten eigentlich mal wieder irgendwas bauen. Geld vernichten sozusagen. Ja, in 3 bis 4 Wochen oder in einem halben Jahr. Man weiß es nicht genau. Zur Gamescom vielleicht. Das war doch auch schon mal mit der BR-120, glaube ich. Das, da haben wir auch relativ lange gewartet. Aber es ist dann auch wunderschön geworden, finde ich.
Ja, ich denke schon. Also die haben ja ein sehr gutes Qualitätsmanagement, das passt schon. Ja, das finde ich natürlich cool. Eigener Stand auf der Gamescom. So, ich habe mich hier ein bisschen verzettelt. Ich wollte ja eigentlich diese Bushaltestelle da einbinden. Geht der Ort da eigentlich noch weiter? Kann man ja auch noch eine hinmachen. Naja, wir werden auf jeden Fall erstmal hier eine hinbauen. Grüner Weg. Jo, mach's gut, Witzi. Rosenham. So, 31 warten da. Da könnte auch der Zug schleunigt noch ein bisschen. Recklinghausener Bus. Da auch mal ein bisschen gucken hier. Na gut, so finanziell sind die auf jeden Fall einigermaßen stabil, sag ich mal. Ja, sicher habe ich eine Straßenbahn. Alles da, mal alles da. So, dann müssen wir hier den Zug an. Na gut, aber das wird auf jeden Fall positiv, würde ich sagen, in diesem Jahr. Ach nee, 2,77. Ja, müssen wir mal sehen. Doch, wir haben auf jeden Fall eine Straßenbahn. Da können wir mal direkt mal vorbeigucken. Wieso ist das hier eigentlich unter Straßenbahn? Hier in Greusen zum Beispiel. Aber die machen auch relativ viel Verlust. Also was heißt viel? Nö, ja, es geht eigentlich. Hier oben Busse. Waren die Busse auf einer Tramlinie? Ist auch komisch, oder? Burgdorf Beilstein. Wieso, warum, was ist denn mit der? Also, möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht sollten wir hier von Burgdorf nach Beilstein auch mal eventuell eine Bahn bauen. Obwohl hier ja relativ viele Fahrgäste warten, würde ich sagen. Bus Burgdorf bei Beilstein hier sind alle. Oder haben wir hier eine Parallellinie? Nee. Geht ja hier runter. Nach Bleckede.
Ach so, was meinen der? Das ist ja auch eine Scheiße hier, ne? Alter Schwede, so. Ekelhaft. Hauptverbindung, ah ja. Hm, schön. Ah, sehr nett. Eine Hauptverbindung, das ist auch immer ein Mist. Mensch, Mensch, du. So. Kann ich das jetzt abreißen? So. Können wir da doch mal eine ordentliche Straße hinbauen. So richtig schön die Straße dahin zimmern. Oh, das ist doch wunderschön hier. So, guck dir das an. Ach du Scheiße. Schöner geht's doch kaum. Ist das eigentlich der gleiche Straßentyp? Nee, ne? Geht irgendwie nicht so schön ineinander über. Ach, vielleicht sind das moderne Straßen. Ach, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ganz toll. Achso, aber nein, das können wir vielleicht noch wegmachen. So, sieht es auch ein bisschen. Ja, was fürs Auge. Ich sollte das Tool hier ausmachen, sonst gibt das ganz böse Busburgdorf-Beilstein. Da könnten wir theoretisch noch eine Haltestelle hinzufügen. Der geht doch eigentlich... Ist das hier Burgdorf? Ja. Wo geht der denn da hin? Unterburgdorf. So, Unterburgdorf. Wenn dann da eine Haltestelle hinzufügen, und zwar den Bahnhof hier. Das wäre doch toll. Ah, der Mobot. Meobot. Das ist eine Stadtstraße. Echt? Hast du jetzt eine Stadtstraße hingebaut? Overland. Ich wollte ja eigentlich Overland bauen hier. Ja. Overland. So. Mit Busspur. So, ne? Schön. Ah, darum auch die Bäume eben. Sieht immer noch anders aus. Naja. Oh, der Stellwerker ist auch da. Guten Abend. Hier stehen auf jeden Fall Beilstein Gütersloh. Wunderschön. Was haben wir hier eigentlich für ein Fahrzeug im Einsatz? Ja, langsam geht's los hier, ne? Hier ist nicht so viel los. Aber man könnte theoretisch ja noch... Gibt es hier noch irgendwo ein anderes? Greusen zum Beispiel. Da ist ja schon eine Bahn. Fahren ja auch... Doch, da fahren auch Busse zwischen den... Greusen, Gütersloh. Könnte man da theoretisch auch durch eine Bahn ersetzen. Hier habe ich das Depot so blöd hingebaut, ne? Nee, warte mal eben. Das ginge aber. Da könnte man ja von hier aus... Kommen wir nicht dran vorbei, ne? Ja, schön. Super gemacht, super. Reißen wir das mal ab. Machen wir das so ein bisschen weiter hier hinten. Depot, so. Was haben wir denn da ausgewählt? Ich möchte eigentlich diese Gleise. Genau. So. 75? Nee. Nee, das geht nicht. Müssen wir uns mal kurz einen Überblick verschaffen? Ah ja. Müssen wir hier vorne irgendwie drunter her, drüber her. Oh, schön eingeschnitten ins Gelände, ja. Mal beschranken Bahnübergang, wir sind ja nicht völlig lebensmüde.
So, schön. Oberleitung vergessen. Ey, wieso, warum geht das eigentlich immer aus? Kann mir das mal einer erzählen? Vielen Dank für den Hinweis. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Heißt rot, grün, rot, rot, grün, rot, grün, so. Mann, 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 Mann. Ich meine, die Einstellung hätte ich auch schon ungefähr 3,8 Millionen Mal gemacht, oder meine ich das nur? Baut ja heutzutage nichts mehr ohne Oberleitung. Können wir eigentlich an den Bahnhof da irgendwie anschließen? Sind beide Gleise verwendet, ne? Obwohl man die eine Seite wieder ab... Ne, will ich aber nicht. Bauen wir halt einen anderen Bahnhof hier irgendwo hin. Hier so an das Stumpfige hier. So. Möglichst weit so. Gucken wir mal. Ja, am Depot gucke ich das gleich nochmal. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Was ist das denn? Machen wir hier einen hin. So. Ist das da verbunden? Ja, immer ein bisschen aufpassen. Ja, nichts mit hier. Möchte ich nicht. So. Achso, da geht's in den Tunnel. Ja, gut, ein bisschen Tunnel geht auch, ne? So, jetzt müssen wir mal kurz am Depot gucken. Depot. Dass man das noch immer nachrüsten muss, das ist echt unglaublich, ey. Also da muss ich hier aber auch irgendwo noch ein Depot für die andere Linie hinbauen. Ja, nee, das ist falsch. Das ist kein Depot. So. Depot ist das hier. So, zack. Alles klar. Lassen wir hier einen Bus dran vorbeifahren. Na. So. So. Fährt auch direkt Bus her, obwohl der gar nicht, weiß auch nicht genau warum. Das muss weg. Ach, der kann nicht gruppieren. Ah ja. Ja, aber ich will ja eigentlich nicht, dass das Ding Parkstraße heißt, ne? Jetzt kann man das nicht mehr. Ah, Gruppierung aufheben. So. So. Schön. Wo fährt der hin? Nach Tannenweg werden wir das einfügen. Tannenweg, wo ist er da? Wunderschön. Straßenbahn ist besser. Ja, hier ist so eine Straßenbahn. Guck mal hier, ich werde hier rum. Ja. So, Depot haben wir auch. Wir sollten eventuell noch so ein paar Ausweichstrecken hier direkt mit generieren. Oh oh, da fehlt was. Nee,
das war nix. Och. Oh, gibt Ullis. Habe ich das jetzt da gemacht? So, okay. Können wir hier auch eine Weiche bauen? ...223 ist das höchste, was wir erreichen können. Ist das zusammen da? Ja, schön. Riesiges Bahnprojekt. Nee, nee. Warte, dann muss ich hier direkt dran setzen. Ist das dran? Ja, ist dran. Und kurz vorm Bahnhof werden wir ihn dann hier wieder einscheren. Alles rausholen, 123 wird wohl der höchste Wert sein, so. Dann werden wir ja... Ja, ich höre ja auch schon mal, ich war Sonntag auch dabei, ich weiß gar nicht, wer da Programm gemacht hat. Paar Musikwünsche losgeworden auch. Na, sehr schön. Während dem Kochen Sim Live Radio gehört. Sonntagabend. War sehr schön. Moment, war das diesen Sonntag oder letzten Monat? Woche meine ich natürlich. Woche, völlig verwirrt hier. Da und hier. So. Einbahnstraße. Wunderschön. TK-Pizza. Nö, wir haben richtig schön gekocht. Ich weiß gar nicht, was gab's denn da? Aufwendigst gekocht. Ja, mit Freundin. Ja, eigentlich hier auch ein falls da mal einer reinfährt. So. Achso, wir haben hier noch gar keine. Gibt es hier überhaupt? Doch, hier gibt es doch schon eine Bushaltestelle. Die wird auch bedient. Wunderschön. Aber dann werden wir hier den Busservice zwischen den Orten einstellen, würde ich sagen. Obwohl der wahrscheinlich finanziell... Nö, der ist finanziell schlecht. Okay, ist doch Greusen-Gütersloh, oder? Greusen-Gütersloh. Ja, den werden wir jetzt mal hier ins Depot schicken. Den auch. Ach so, fahren die eigentlich... Was gab's denn Gutes?
gab es denn, wenn mir das noch einfallen würde? Auf jeden Fall was aus dem Kochhaus-Abo. Das ist so ein Dienst, der stellt dir eine Tüte vor die Tür sozusagen mit den Sachen zum Kochen mit Rezept. Und dann musst du es halt selber kochen. Sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Ist zwar relativ teuer. Aber ein sehr schönes Konzept auf jeden Fall. Man muss nicht einkaufen gehen oder so, sondern kriegst die Tüte mit Rezept vor die Tür gestellt und oder geliefert. Besser gesagt. Und ja. Genau, Wein, ja, wichtig. So, achso, hatte ich jetzt. Wenn ich jetzt diese Buslinie einfach lösche. An einem hier. Busstraße. Greusen-Gütersloh. Achso, die sind schon alle weg. Ah ja, okay. Dann kann ich die ja eigentlich löschen, ne? Zupf, weg damit. Jetzt irgendwo im Depot. Wir werden einfach mal gucken. Unterwegs. Der ist noch unterwegs. Der steht schon da. Können wir den ja direkt verkloppen. Achso, muss man anklicken. So. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal einen Zug auf die Strecke schicken. Wir werden es erstmal hier mit so einem kleinen Talent versuchen. Talentiert geht der jetzt mal auf die Reise. Oh, ich habe noch gar keine Linie erstellt. Ne? Das sollte ich vielleicht machen. Greusen-Gütersloh. Zug Greusen. So. So, hier kann man nicht zurück, ne? Ah. Ich wollte da einen Strich dazwischen machen. So. So. Na, Haltestelle hinzufügen. Wieso geht das nicht? Lessingstraße. Wird schon, oder? So. Bin ich denn bekloppt? Wie macht er das denn jetzt so? Muss ich das verstehen? Finanzen sehen ja gut aus. Wir haben ja erst 2075. 78 sogar. Ich habe eine Buslinie. Ach so, weil das... Ah, ich bin auch doof. Okay. Also wenn man hier nur Straße angeklickt hat, dann geht das auch nicht anders. Okay, ja, da bin ich natürlich. Zug, da muss ich hier unten das Zug wegmachen. Hier. Ist der richtige? Ja. So, also müssen wir Eisenbahn machen und dann neue Linie, ne? So vielleicht. Zug. Reusen Gütersloh. Wunderschön. So. Zack. Haben wir jetzt verstanden. Liebes Spiel. Achso, da brauche ich gar nicht drauf zu klicken.
Wieso? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich möchte ja gar keine Buslinie anlegen. Wieso ist das so? Kann mir das jemand erklären? Warum der jetzt nur noch... Ja, der wird auch unter Züge angezeigt. Hä? Verstehe ich nicht. Ach so, vielleicht ist da keine Verbindung. Kann das sein, dass da irgendwo Verbindung fehlt? Fehlt da irgendeine Verbindung vielleicht? Eventuell? So, ich mach das einfach. Pass auf. Ich mach das einfach so und lass da mal einen Zug drauf fahren. Mal gucken, was passiert. Weil über die Straße wird er ja hoffentlich nicht fahren, ja. Wenn wir mal gucken. Wir haben ja den hier noch im Zugdepot. So muss man das machen, ne? Fährt auch raus. Aha. Ah ja, jetzt hat er es auch gerafft. Alles klar. Muss dann einfach einen Zug losfahren lassen, glaube ich. Mein Lieblingstriebwagen, ja, eigentlich schon die BR 420, auf jeden Fall im Train Simulator, weil die da so schön umgesetzt ist. Aber ich fahre auch gerne die BR 425, ne, 44, ich glaube es gibt nur die 423 und 424, glaube ich, ne, sind 426. Im Train Simulator mit dem Sound Update von Morphe. Der hat es auch sehr gut gemacht. Und sonst im Realen mag ich sehr gerne den Talent 2, der hier auch gerade fährt. Weil ich damit jeden Tag zur Arbeit und zurückfahre. Sehr schönes Ding. Außer wenn National Express sich dazu entschließt, den RE7 mit einer Einzeltraktion 5-Teiler oder 5 oder 6, nee, ich glaube 5-Teiler haben die nur, zu besetzen. Das ist dann relativ eng. Keine Ahnung, da ist wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt gegangen. Aber sonst, also das war auch das erste Mal seit Wochen, dass der als Einzeltraktion gefahren ist. Sonst kommen da immer 2 Fünfer. Also Doppeltraktion sozusagen. Ja, Schienenbus... Ja, ich mag da eher auch das Moderne. Obwohl dieser Schienenbus, dieser 5081, glaube ich, von der ÖBB, oder bei uns ist das, glaube ich, bin ich auch schon mal im Video gefahren. Den fand ich auch, eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, bei uns ist das so ein VT98. Da warte ich ja immer noch auf die Umsetzung von Influenzo für den Train Simulator. Dass der da mal in die Pötte kommt. Hier könnte man ja eigentlich die Bahn auch so verlängern. Ah, das wird wahrscheinlich schwierig. Ja, doch, VT98, ja, ist halt auch schon ein bisschen älter. Hm. Man das hier auch durch eine... Wir könnten ja auf jeden Fall von Leuchtenberg nach... kann man da noch irgendwie an den Bahnhof ran? Ja, der ist auch nur... Ne, der ist zweigleisig, ne?
Könnte ich mir den Weg... Nee, der ist eingleisig. Schade. Jetzt hätte man den ja noch irgendwie... Ist halt auch schade, dass man diese Bahnhöfe dann nicht einfach so zweigleisig bauen kann. Müsste man vielleicht hier die Straße ein bisschen wegreißen oder so, aber ist dann alles immer mit so ein bisschen Hindernissen verbunden. Weil zwischen Leuchtenberg und oder hier zwischen Bad Saulgau könnte man auch noch einen Zug bauen Richtung Burgdorf. Hier so schön rüber. Ich mach das mal einfach. Oh ne, hier oben kann man ja schön einen anschließen. Ich glaube, da schließen wir einen an. Oberleitung ist an, wunderbar. Machen wir einen zweigleisigen Bahnhof. Oh, ruhig 240 Meter. Nicht zu kurz wird. Wie nicht genügend Platz, was soll das heißen? Na? Ja, so geht auch. Okay. Und hier. Ja, hier oben kann man noch einen anschließen. Ist ja eigentlich elektrifiziert. Nicht, dass der wieder ohne. Da kriege ich ja wieder völlig. So. Oh, Autosave, mal ganz kurz warten. Oh, das muss ich jetzt hier etwas schlängeln. Das mit dem Kurvenradius hier hinkriegen. Ist er da angeschlossen? Ja. Habe ich den auf der anderen Seite auch da angeschlossen? Auf der Seite? Nee, ne? Hm. Nee. So. Dann geht die Gegenrichtung denn eigentlich? Kann man das hier so dran herbauen? Jetzt hier in den Tunnel rein. Kann man das als Parallelgleis bauen? Oh, da wird der Anschluss aber schwierig hier. Weil ich bräuchte hier ja eigentlich... Ich bräuchte hier eigentlich noch ein Verschwenkungsgleis sozusagen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, ich reiß den Tunnel da nochmal ab. Wir haben noch Kohle, ne? Ach komm, ja. Reiß mal den Tunnel ab. Wir mal hier ein bisschen das Land erniedrigen. Erniedrigen, schön. So. So, müssen wir wahrscheinlich die Gleise hier auch noch wegreißen. So. Ich will das ja eigentlich hier unten so angeglichen haben, so. Ich brauche halt hier so ein bisschen Fläche für eine Weiche. Wieso ist da dieser schwarze Fleck? Möchte ich nicht. Scheiße. Im Kamerabild. Muss ich den hier weiter darüber machen? So, weil der so nah dran ist.
vielleicht so. Nee. Schlagschatten, ja. Was heißt das hier eigentlich? Hier kann man so Lärmschutzwände bauen. Und P-Tafeln. Oh. Schön. Ja, Herr Hart, der Zerstörer muss hier mal ein bisschen zerstören. Machen wir gleich aber alles wieder schön. Also alles hier, da können wir ja alles wieder schön hier gerade machen. Hier so. Ganz schnell mal eben kurz, ja. So. Mal gucken, ob wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen, dass wir die Gleise hier verschwenken können. Obwohl ich das eigentlich nicht als erstes bauen will, sondern eigentlich will ich hier den Tunnel als erstes bauen. Ich zoome mal kurz raus. Wo bin ich jetzt dran? Jetzt muss ich ein bisschen Konzentration hier. Ah ja, alles klar. Das obere, so. Da müssen wir hin. Zack. Aber habe ich hier Zeit zum Verschwenken und Gleis? Ja. Nee, will ich eigentlich gar nicht. Ich will da eine Weiche drin haben, aber ich will auch noch gerade ausbauen eigentlich. Das hätte ich wahrscheinlich vorher bauen sollen, ne? Dann muss ich die Weiche dann nochmal rausreißen. Also erstmal die geraden Strecken bauen, so, zack. So. Ich muss ja zwei Weichen hintereinander bauen, darum ist das hier ein bisschen doof. Müssen wir das nochmal abreißen? Müssen wir hier ein bisschen senken? Noch alles so ein bisschen senken. Senken, senken, senken. Ja, wir werden das schon, die Welt schon scheibenmäßig hinkriegen. Wir müssen zwei Weichen, denn das ist natürlich großes Projekt. Ja, großes Projekt. Da vorne muss das Gleis nochmal abgerissen werden, sonst geht das nicht. Jetzt sperrt der junge Mann das. So, hier das absenken, so. Der Trassierungskünstler, sag ich mal, ja. So, hier vorne auch noch ein bisschen. Da müssen zwei Weichen hin, das ist, ist nicht trivial. Ist vielleicht auch ein bisschen tief, ne? Naja gut, ich werde es gleich da an das andere Gelände angleichen. So kann man es auch überhaupt nicht sehen, wie tief das ist. So. Etwas perspektivisch. Okay. Nee, ich wollte das eigentlich so und dann so, 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 so. Naja, BR, ja, es war, ist noch immer ein Projekt von mir. Kriege ich da eine zweite Weiche hin? Wie viel Abstand haben wir jetzt? Nee, das machen wir nicht so. Müssen wir noch etwas Terraforming betreiben? Kommen schon richtig Hosenträgerweiche. Ja, ich glaube, so eine Kreuzungsweiche meinst du, ne? Ich glaube, die kann der nicht. Ich weiß es nicht genau, wie das. Ich will ja, dass die beide verbunden sind. Ich glaube, wir verstehen uns da schon richtig. Warum ist das jetzt so schief? Warum ist das jetzt doof? Das ist irgendwie doof. Ja, wir werden jetzt nochmal versuchen hier. So.
auch nicht weiter, ne? Achso, ich kann ja auch so machen. Schön. Ja, das müsste eigentlich reichen, oder? Für die Weiche. Ah ja. Da wird es richtig schön ausgerissen. Naja. Warte mal. Nee, da muss man vorher ein bisschen Terra-Angleichung treiben, sonst sieht das scheiße aus. So. Ja, gut. Ah, dann fährt der da wieder in so einen komischen Tunnel rein, ne? Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen. So, das wird hier angeschlossen. Ah ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. So, andere Seite muss noch verbunden werden. Ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie. Ne, ich glaube, das reiße ich nochmal komplett weg. So. Sonst macht der mir da so einen komischen Knick rein. So, hier mit Tunnel. Tunnel komplett durchziehen. Jawohl. So will ich's. Genau so will ich's haben. Jetzt sind wir da auch komplett verbunden, ne? Ja. Habe ich eigentlich hier das eingestellt? Das ist ja. Ja. So, und jetzt. Also so eine Kreuzungsweiche, ne? Kann man die denn jetzt nochmal so durchkreuzen? Nee, ne? Bau nicht möglich. Hm. Kleiner vielleicht? Nee. Nee, nee. Man muss da halt. Das ist halt das Blöde. Man muss da halt. Eine Weiche so bauen und die ist jetzt von da nach da oder von da nach da. Also brauchen wir noch eine von hier nach hier. Kollision bei der Drahtangleichung. Kollision. Bau nicht möglich. Na gut, vielleicht ein bisschen weiter hinten. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja. Genau. Und dann müssen wir hier vorne noch Signale hinpassen halt, ne? Da ein Signal. Und hier eins. So, schön. Warten die zwei im Tunnel. Ist aber nicht so schlimm. So, wenn wir das hier hinten auch noch machen irgendwie. Achso, hier wird das mit dem Weißen natürlich ein bisschen problematischer. Weil wir hier nicht so ein schönes, langes, gerades Stück haben. Aber gut, da muss der Bahnbauer durch. Du kannst es auch so machen, bei dem einen Ende ist ein Punkt und wenn du da zurückziehst, macht er echt so eine Kreuzung hin. Bei dem einen Ende ist ein Punkt. Ja, meinst du? Nee. Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, Etra-Fan. Aber mir wäre das eigentlich auch lieb, wenn das auch eine Kreuz... Also wenn das wirklich so eine... Und ich glaube, es gibt ja... Ich meine ja, es gibt... Ich weiß hier und dann so. Ah, doch, warte mal. So. Das ist ja voll schön. So, ne? Ja, gut, sieht ein bisschen komisch aus, aber genau so wollte ich es. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, das geht darüber, das geht darüber. Genau so wollte ich es haben. Wunderbar, nämlich da kann ich hier vorne die komische Weiche rausreißen. Ja, hast du aber gut beschrieben. Auf jeden Fall, ich hab's verstanden. Es ist doch so richtig so, ne? Perfekt, eigentlich. Genau, ja. Okay.
Ja, wunderbar. Ja, das hat ja geklappt. Genau, dann kann ich die Weiche nämlich hier rausreißen und habe dann die Züge halt noch weiter am, noch näher am Bahnhof stehen. Ich hoffe, der macht mir jetzt da keinen Muxi mit der Gleiszerlegung. Doch, das klappt, ne? Ja, wunderbar. Guckt ihr dann an. Die anderen können wir schon mal als Blocksignale da stehen lassen. So. Genau. Wunderbar. Dann versuche ich das auf der anderen Seite auch direkt mal. Ich weiß zwar jetzt schon nicht mehr, wie ich es genau gemacht habe, aber sehr gut, dass du darauf bestanden hast. Suchen wir die Weiche möglichst lang zu ziehen. Ja gut, 89 ist ein bisschen, ja gut, da geht ja schon in die Kurve über halt. Können wir das hier doch bestimmt auch irgendwie so bauen. Ungeeignete Stelle für doppelte Gleisverbindung. Ja, okay, ja, das kann ich verstehen. Oder wir bauen die hier wirklich hintereinander. Vielleicht ist es an der Stelle dann wirklich doof, ne? Weil hier geht ja jetzt schön so rüber, okay. Aber diese Verbindung wird er wahrscheinlich nicht machen, ne? Wie habe ich das denn hier eben? Ne, am Ende, ne? Ja, natürlich, Transport 4 wird wahrscheinlich... Ja, geht nur gerade, ne? Ja gut, dann machen wir das halt hier mit den zwei Weichen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Transport Fever werde ich auch auf jeden Fall, werden wir wahrscheinlich dann hier auch im Livestream spielen, weil das ja angeblich eine Weiterentwicklung dieses Spiels sein soll. Und das hat ja bekanntlich noch, also meiner Meinung nach auf jeden Fall noch so ein paar Defizite. Ich hoffe, dass sie das dann weiterentwickeln und dann machen wir halt hier im Livestream Transport Fever. Ich hoffe ja, dass es weitere Eigenschaften von Open Transport Tycoon dazu gibt. Sie haben auf jeden Fall, ich hatte das ja auch mal auf Facebook gepostet, dass Urban Games da Transport Fever angekündigt hatte und sie haben da auch in dem Post geschrieben auf ihrer Webseite, dass sie das auch wie will man sagen, dass sie das auf jeden Fall viel von der Community aufgenommen haben. Was da bei der Erstellung eingeflossen ist und ja. So, habe ich das jetzt richtig gemacht? Einmal von hier nach hier, einmal von hier nach hier, alles klar. So, dann machen wir da zwei. Können wir nicht näher ran. Und hier noch irgendwie. So, immer schön. Kurz vor dem Tunnel noch. Wunderschön. So, guck mal. Dann machen wir das hier weg. Machen wir hier ja. Dann hätte ich gar nicht so einen langen Tunnel bauen müssen. Das war super, dass du darauf bestanden hast, Zetra-Fan. So. Ja gut, ob hier der Blockabstand jetzt so gut ist, aber lass uns erstmal so. Haben wir eigentlich schon ein Depot? Hatten wir noch nicht gebaut. Aber hier will ich eigentlich auch ein Depot bauen, was eventuell dann nur auf einer Seite ist vielleicht. Oh, den hatte ich jetzt nicht mitgekriegt. So. Na. Erreicht den anderen noch? Hier. Na. So. Okay. So, Depot müssen wir noch bauen. Das ist natürlich auch immer so eine Frage. Am besten hier auf dem geraden Stück. Bauen wir es einfach auf einer Seite. Können wir ja so auslenken. Nee, das war daneben.
die halt eine relativ starke Kurve fahren. Nee. Eigentlich, nee. Achso, muss man in zwei Schritten bauen irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich so. Ah, so. So. Ist da wieder so eine Verschwenkung drin. Naja gut, auf jeden Fall, ja, wenn das Depot dahin passt, so müssen wir. So, ah ja, wunderbar. Ist auch überall Oberleitung dran anscheinend. Wunderschön. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Linie. Von Burgdorf nach. Wollte eigentlich hier rüber bauen, ne? Hm. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Achso, nee, ich könnte ja einfach noch hier nach Bad Saulgau noch einen. Hier noch einen Bahnhof hinbauen bei einem. So, müssen wir ein bisschen ranzoomen. So. Und die Linie dann einfach noch verlängern nach hier hin. Oh, mit Brücke. Weil der Bahnhof ist ja eigentlich so angelegt. Ja, da kann man eigentlich. Ja. Also aber heute auch viel Bauerei, ne? Alter Schwede. So, ich möchte jetzt erstmal das hier so fixieren, damit ich da auch noch mit der zweiten Spur dran vorbeikomme. Und hier auf jeden Fall ein relativ gerades Stück am Anfang, damit wir diese Weiche. Ah, das ist auch so ein riesen Bahndamm. Hoffentlich klappt das. Diese Kreuzungsweiche dahin bekommen. Wahrscheinlich relativ viel Steigung drin. Ja, auf jeden Fall hier so ein bisschen rüber gehen. So. Ich hoffe, dass der dann auch hier mit der Brücke mitzieht. Ja, das geht. Wunderbar. Ja. Ist das die richtige Seite? Sollte man ja auch beachten. Ja. Wunderbar. Dann wird das ja auch in die Gegenrichtung klappen, hoffe ich. Dass er das da mit dem Bahndamm geschissen kriegt. Jetzt habe ich ein bisschen weit hier. Na, na, so. Zipp. Krass. Das so klappt, doch. Unglaublich. Achso, aber dann bräuchte ich ja eigentlich nicht diese Verschränkung da, ne? Dann könnte ich die Verschränkung ja wieder wegbauen. Die brauche ich ja dann wirklich nur am Ende hier hinten. Aber gut, wir werden erstmal versuchen, hier wieder so eine Kreuzungsweiche einzurichten. Nee, nicht möglich mit den zwei Schritten bauen, das kann ich aber nicht. So. Jetzt hier. Wunderschön, guck dir das an. Oh, toll. Können wir das nämlich da vorne wieder abreißen, würde ich sagen. Obwohl ein Zug jetzt hier theoretisch auch wenden könnte, wenn er nur, wenn das nur. Ja, ich bin auf jeden Fall noch am Teamspeak nachher. Würde ich sagen. Tschüss, Simo-Fan. Also ich diese ich meine, das macht ja eigentlich nichts. Die können ja auch einfach geradeaus fahren, ne? Wenn ich die. Ich muss nochmal da an der K
Kamera irgendwann da rum optimieren, glaube ich. Das geht gar nicht. Stört mich persönlich. Ja, soll ich die jetzt abreißen oder nicht? Ich reiß die mal ab. Sie können ja dann hinten wenden. So. So. Na? So. Ist das verbunden? Ja. Oh, Simon and Garfunkel ist auch nett auf jeden Fall. Ich glaube, ich mag lieber Simon and Garfunkel anstatt Tina Turner. Hier machen wir auf jeden Fall mal Signale hin. Nee, der Zauni hatte heute keine Zeit. Darum macht, glaube ich, der Eisenbahner heute die Zeit vom Zauni. So hatte ich es auf jeden Fall mitbekommen. Real-Life-Tätigkeiten führt der Zauni im Moment aus, ja? Real-Life-Tätigkeiten. So, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Wende. Wir werden hier ein bisschen... Irgendwann baue ich hier, glaube ich, auch noch irgendwie einen Anschluss an diesen Bahnhof rein. Das wäre ja auch noch ein Projekt. Geil. Also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun hier auf der Map. Also da kann man noch einiges. Ja, da gibt es noch, da können wir hier Vollgas geben. Und dann die Signalisierung jetzt so in etwa. Ja, ne? Vielleicht könnte man hier noch das Depot abkapseln sozusagen. So. Hier machen wir noch ein Signal hin, dann belegt er nämlich vorher den Block, bevor der langsame Zug hier reinkommt, theoretisch. Und hier können wir eigentlich auch noch eins hinsetzen, so. Ist ja alles zweigleisig, es dürfte also auch nicht so das Riesenproblem werden. So, na schön. Achso, der darf dann natürlich hier auch nicht falsch einfahren, so. So, lassen wir dem auch gar keine Wahl. Weiß ja direkt, wie der Hase läuft hier. Der Zug, der da jetzt reinkommt. Triebwagen. Achso, ich muss erstmal eine Linie erstellen. Neue Linie, wie nennen wir die denn? Ja, dann blendet der immer die Ortsnamen aus. Das ist ja auch totaler Schrott. Burgdorf nach... Bad Saulgau. Burgdorf, Bad Saulgau. So. Burgdorf, Bad Saulgau. Burgdorf. Bad
Geht das noch hin? Ja, geht hin. Alles klar. Haltestelle hinzufügen. Nehmen wir das einfach als erste Haltestelle, würde ich sagen. Nee, Haltestelle hinzufügen, so. Leuchtenberg. Saulgau. Ja, jetzt macht er wieder normal Zuglinie, ne? Und das hier. 3 und dann fängt er wieder hier an. Wunderbar. Ja, so sollte es sein. Zug. Gucken, ob der da rausfährt. Jawohl, fährt auch raus. Wunderschön. Achso, hier muss noch die Richtung spezifiziert werden. So, na schön. Schöne geschwungene Bahnlinie, wunderbar. Der Burgdorfer Bus darf dann auch Bus 2 Burgdorf. Wieso gibt es da mehrere? Scheint, ne? Wenn wir da nach, was ist es hier, Friedhofsstraße, okay, dann haben wir hier noch eine, können wir jetzt wegen der Kreuzung keine Haltestelle hinsetzen, ich muss die Kreuzung da wegmachen, ernsthaft, okay. So, möglichst nah daran, hier. Ah ja, das wäre genau auf der Straße gewesen. Aber ich möchte eigentlich auch eine Straße haben, ne? So ist das ja nicht. Oh. Ja. Dann fährt er hier, warte, im Friedhofsweg. Friedhofsstraße, dann fährt der hierher. Und hierher. Ja. Das wird toll. Ja, ich bin sehr still. Ja. Hochkonzentriert, ja. Hochkonzentriert. Wir kopieren das mal. Ich hoffe, das klappt. Jawohl, siehst du, super. Brauche ich da schon mal kein Nahverkehrsnetz zu bauen. Hier ist, glaube ich, ah doch, in Leuchtenberg gibt es auch schon ein Nahverkehrsnetz und auch einen Bahnhof. Wir werden dann einfach von der Haltestelle, wie machen wir das jetzt hier? Von der Haltestelle, da müssen wir eine hinbauen, hier oben an dem Bahnhof irgendwo. Da und da. Wie heißt sie denn hier? Erlenweg. Ich den dahinter haben will. Ja, Römerstraße, alles klar. Und jetzt gruppieren wir das mit dem hier. So, wunderbar. Besser kann es nicht laufen. Bad Saulgau hat anscheinend nur eine Tram. Sollen wir die dann auch da hochfahren lassen? Ich weiß es nicht genau, ob das so eine gute Idee ist. Eventuell könnten wir hier eine Querstraße bauen. Und hier rüber. Und, ach nee, dann können wir die direkt mit Tramgleisen ausrüsten. Dann machen wir die nochmal weg. Oh, eine schöne Straße hier, so richtig schön breit.
Da dann auch Tramgleise drauf. Ja. Okay. Und hier rüber auch. Ja, das geht auch. So, und dann fahren wir nämlich von hier aus. Da müssen wir die Straße eventuell noch mal ein bisschen breiter machen, aber mit Tramgleisen. Nee. Vierspurige Straße. Was ist das da oben? Auch vierspurig. Wieso geht das da so zusammen? Möchte ich nicht. Hm. Ah, die ist doch genauso, hä? Ah, ich hatte die hier genommen, glaube ich. Nee. Was ist das hier für eine Straße? Vierspurige Landstraße, okay. Vierspurige Landstraße, 100 Kilometer, ja. Nee. Was ist denn da der Unterschied? So. Na, dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Haltestellen hier einrichten, zum Beispiel hier. Dann fährt die hier lang. Machen wir hier direkt neben dem Bahnhof noch. Aber ne, dann blockiert er die Kreuzung. Ne? Kann man hier vielleicht eine anlegen oder hier? So und so. Ja, blockiert auf jeden Fall die Kreuzung. Naja, gut. Ist halt dann so irgendwie. Aber hier noch eine Haltestelle. So. Alles klar. Wo ist die Tram jetzt hier? Achso, wir müssen dann hier noch Tramgleise hochlegen auf jeden Fall. Wo ist da der Anschluss hier? Wunderschön. Da sind auch Tramgleise. Hier um die Ecke. Da oben, hier runter. So. Haben wir irgendwas vergessen? Werden wir gleich merken. Aber das gefällt mir ja hier noch nicht. Moin, Volljong. Oh, Dire Straits mag ich sehr gerne, ja. Oh, habe ich jetzt lange nicht drauf reagiert. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Da oben haben wir auch eine Haltestelle eingerichtet. Hier haben wir auch eine. Dann müssen wir mal gucken, wo die jetzt her... Oh, jetzt habe ich die ja... die habe ich böse beeinflusst. Tram Bad Saulgau. So, die müssen wir jetzt noch umleiten. Und zwar nach der Kapellenweg geht es dann hier hoch über die Gartenstraße am Bahnhof vorbei, über die Bachstraße. Hier hält die auch mal am Heideweg. Und dann Finkenweg fährt die dann erst. Hm. Vielleicht die Beethovenstraße dann irgendwie über einen Meisenweg. Nee, das ist schlecht. Die müssen wir irgendwie neu einbinden hier unten. So. Dann fährt die da so rum. Okay, dann fährt die da so rum, fährt dann hier runter. Nach dem Heideweg. Nee. Da muss die hier so hier runterfahren. Und dann hier hoch. Hä? Wieso fährt die jetzt nicht hierher? Hier kein... Ach, hier fehlt... Ah, okay, alles klar, da fehlt... Da fehlen Sachen. So. Jetzt ist es eine Runde, ne? Warte, dann muss ich nochmal eben auf einen draufzetteln, so. Jawohl, jetzt wird es eine schöne Runde. Ach, die Beethovenstraße ist aber da so doof eingebunden. Braucht man die Beethovenstraße da? Wir könnten auch hier eine Haltestelle einrichten. Aber besser hier eine Haltestelle. Dann machen wir die Haltestelle hier weg.
Und nach dem Heideweg werden wir die hier einfügen. Da könnten wir ja theoretisch auch hier noch eine Straße herbauen. Bei der Terrainangleichung, ja, machen wir mal jetzt weg. Dann können wir hier theoretisch auch noch einen Bus so hier so rundfahren lassen irgendwie, ne? Hier vielleicht? Oh ja. Dann fährt er noch hierher. So, warte mal, jetzt müssen wir da eine Buslinie anlegen. Bus Bad Saulgau. Bus Bad. Schreibe ich gar nicht, ne? Schreibe ich nicht. Bus Bad Saulgau. So. Alles klar. Wie fährt er denn jetzt? Er fährt hier. Wir müssen ja irgendwelche Berührungspunkte haben. Fährt der hier runter? Hier, hier, hier. Ja, Bus Bad Saulgau. Da brauchen wir noch ein Depot, glaube ich. Das ist ja nur ein Straßenbahndepot. Das bauen wir auch noch einfach mal hier hin. So. Hier. Ein bisschen doof zur Linie gelegen. Chat ist ganz ruhig und gespannt anscheinend. So, dann habe ich hier meine ganzen Depots. Straßenfahrzeug kaufen. Kaufen wir mal eins. Bus Bad Saulgau. Ja, 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 so. Einfach abgelenkt, unglaublich. Bus Bad Saulgau. Kaufen wir mal ein paar. Na, wo ist er da? Dreimal ange. Obwohl, da können wir eigentlich noch einen kaufen, oder? Guten Abend, Hightower! Bus Bad Saulgau, auch schön. So. Ganz viele Busse flitzen jetzt da rum. Ja, sind auch schon Fahrgäste vorhanden. Kann die nur 64? 70. Hm.
Müssen wir den Tram-Dialog hier mal ein bisschen hochholen. So, 70. Kann hier irgendeine 100? Nee. Alles. Trambad Saulgau. Wunderschön. Das wird sich ja wohl noch einspielen, hoffe ich mal. Noch ein kleiner Autosave. Miese Auto, Individualverkehr möchte ich nicht. Autoverkehr, Individualverkehr, wie auch immer. Wieso steht der da? Kein Weg elektrisch. Was ist denn da wieder los? Ist alles grün. Wohin will der denn? Müsste er eigentlich irgendwo da hinten hin wollen, oder? Grün, grün, grün. Wieder irgendeine. Muss ja irgendwo im Tunnel sein eigentlich, oder? Was ist da los? Nee. Hier war er ja schon. Woran liegt's hier denn? Gehen auf jeden Fall Oberleitung in den Tunnel rein. Kenne ich jetzt nicht das Lied, glaube ich. Scheiße. Wieso findet ihr denn keinen elektrischen Weg? Das ist natürlich doof. Ah, warte. Das könnte natürlich sein, dass er ein Signal falsch rum ist, ja. So, das ist richtig rum. Sollte auch richtig rum sein.
hier. Auch richtig. Habe ich da geguckt? Das ist jetzt nicht. Ja, da ist richtig. Ist das hier? Ist vielleicht diese Überleitung nicht? Doch, die ist auch grün. Ist auch grün. Ah, hier. Ah, ja. So. Fertig. Ah ja, fährt auch los, alles klar. Ah, wunderbar. Ja, wieder ein Stückchen Gleis hat da gefehlt. Kommt immer mal wieder gerne vor. Ich weiß noch nicht. Kommt das immer nur bei mir vor oder kommt das auch bei anderen vor? Ihr könnt ja auch mal was über eure Erlebnisse erzählen. Können wir denn mit der Linie noch hinfahren? Hm. Hier ist die Welt zu Ende. Wir werden von der Scheibe fallen. Vielleicht hier nach Sohnenwalde. Sohnenwalde. Hier sind auf jeden Fall viele Passagiere am Bahnhof. Machen wir da mal einen anderen Fahrzeugersatz an. Wie auch immer. Drehen wir mal kurz einen. Schön, die dritte auch ausgefahren.
Also hier könnte ich ja theoretisch auch eine Weiche einbauen, ne? Oder? Das müsste doch auch irgendwie möglich sein. Müssen wir den dann nur anders absichern? Brauche ich dann nicht durch diese beschissene Wendeschleife zu fahren? Kann ich die hier hinten nämlich abreißen eigentlich, oder? Obwohl, die könnte ich noch irgendwohin verlängern. Ha! Hier, zum... Nee. Hier hin. Zu dem Ort. Was auch immer das ist. Sonnenwalde. Ach, den wollte ich sowieso anschließen. Keine Prellböcke hinten dran, aber... Die reißen auch noch ab. So. Können ja schön da reinfahren, oder? Soll jetzt gleich auch ein Zug kommen, oder nicht? Irgendwie müssen wir das Reichelsheimer Busnetz hier mal ein bisschen ausbauen. Da ist ja gar nichts, ey. Der Ort war, glaube ich, vorher kleiner. Kann das sein? Noch mal hier hinten herfahren irgendwie. Ist das hier? Ist auch Quatsch. Bauen wir die Bushaltestelle einfach hier hin, oder? Hier könnte man theoretisch auch noch eine hinbauen. Nach dem Fliederweg. Haltestelle hinzufügen, so. Dann die Ringstraße raus. So. Wo geht das dann hier hin? Von der neuen. Von der neuen. Hier lang. Wieso fährt er dann hier hin? Ja.
Wieso fährt der denn nicht hierher? Könnte theoretisch noch hier halten. Ach, weil die nicht direkt auf dem Weg liegt, oder wie? Ey, will ich nicht. Ich die jetzt hier hinbaue. Mühlenstraße weg, Dorfstraße. Wieso fährt der denn dann noch hierher? Ach so, der könnte auch einfach von der Dorfstraße einfach hierher fahren, ne? Und dann aber... warte, jetzt habe ich mich selber ausgetrickst hier. So. Haltpunkt von da aus, dann hier hin. Das ist der Reichelsheim. Okay, aber warum fährt er dann? Habe ich den zweimal da drin oder was? Ah. So? Ja, so. So ist doch schön. So, da nur noch ein bisschen mehr Busverkehr die Straße bringen, würde ich sagen. Wo ist denn hier der Depot? Ah, der Trainer ist auch da. Bus Reichelsheim. Bus Reichelsheim. Oh, wir haben schon ganz schön viele Busse. So. Bus Reichelsheim. Das ist ein bisschen weit. So. Ah, es gibt wieder Stau hier, ne? 2084, schön. So, und jetzt können wir eigentlich alle Bushaltestellen abreißen, die nicht zum Bus gehören, oder? Die Dinger weg, ey. Oh, nee. Geht doch immer die latente Gefahr, dass man auch was anderes wegreißt. Da ist noch eine. Wunderbar. So muss es sein. Neustadt an der Aisch.
Ja, ja, ich werde nachher nochmal reinhören. Stimmt. Ja, war doch gut mit den Smileys. Die Bahnlinie krankt hier noch so ein bisschen, ne? Was ist das eigentlich? Oh, die verlassene SFS, die hier so mitten durchs Land führt. Oh. Rosenheim. Können wir vielleicht die Straße ein bisschen aufwerten? Kollision, baut man halt direkt Tramgleise mit ein, ist halt so. Rosenheim? Was? Oh, habe ich das falsch ausgesprochen? Rosenheim, ach so, so. Hier müsste eigentlich auch noch irgendwie eine Brücke rüber, würde ich sagen. Ladenbursch, hier müsste auch noch eine Brücke rüber. Oder hier eher, ne? Kriegt man das so hin? Ich weiß es nicht. Mal die zwei mal weg. Dann hier so. Na. Richtig geht das nicht. So, einfach von hier versuchen. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal versucht, ne? Das war immer zum Scheitern verurteilt. Brücken, Brücken, Brücken. Ja, Brücken sind wichtig. Bei großen Flüssen. Ich bin da.
Der Meobot ist da. Schwabe. Aber der ist Mod. Ja, aber ich habe auch Mod-Rechte sozusagen. Channel-Admin, ich weiß nicht, wie nennt man es. Kanal-Admin. So, hier müsste eigentlich auch noch eine dritte Brücke rüber, oder? So, ich mache mir jetzt noch ein Bier auf, glaube ich. Ich sag mal Prost. Kurz sortieren. Warte, wie viel stehen jetzt da? 49. Ich schaff das doch gar nicht, die BL420. Könnten da theoretisch noch einen fünfteiligen Dingens hier auf die Strecke lassen, würde ich sagen. Hier, den Dingens hier. Welche war das denn? Müsste eigentlich irgendwann... Ah, die hier. Wieso sind die eigentlich noch alle nicht richtungsgebunden? Das ist ja überhaupt nicht gut. Ist auch in die richtige Richtung, ja. Franke. Nee. Naja, die läuft auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Rosenheim. Naja, die Linie läuft auf jeden Fall schöner. Außer hier in Recklinghausen, da ist da gerade erst ein Zug abgefahren vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Hm. BVB. Nö. Hier wird keiner wegen Fußball gebannt, aber...
Gab es nicht auch hier ein Hitbox Deutschland irgendwie? Das müsste es auch mal geben. An der anderen Seite von der ZB1, warte mal eben. An der anderen Seite von der ZB1, ja, da war doch auch. Achso, das ist hier unten. An der anderen Seite von ZB1. Wo ist das denn hier? Na, jetzt habe ich sie wieder zugemacht. Das ist auch doof gewesen. Ne? Hier los. Hier holt da keiner die Fahrgäste ab. 189? Alter Schwede. Wie soll ich die ja wegkriegen? Ja, ich würde ja gerne noch diese Schleife hier wegbauen, ne? Ja, auf die ZB1 müssen auf jeden Fall mehr Leute, so geht's nicht. Quatsch, mehr, mehr Züge. Ich muss auch noch hier, aber nein, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch wegmachen, hier dieses. Ist ja schrecklich. Die Landschaft hier verdorben, ja. Geht so nicht. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Möchte ich nicht. Jawohl, so. Ja, alles getilgt hier. Schön. Alles wieder in die Landschaft eingefügt. Wunderbar. Ja. So ist schön. Sieht man nicht mehr meine Taten hier. Alles verschleiert. So, können wir eigentlich hier noch ein bisschen. Dann nehmen wir ein bisschen vorfahren. ET91, was ist ET91? Weiß ich leider nicht. In Norderstedt müsste eigentlich auch mal. Der gläserne Kasten? Kenne ich nicht. Ich kenne keinen gläsernen Kasten. Hat er irgendeinen Spitznamen? Na, hier muss aber was Schönes gebaut werden irgendwie, oder? Geht ja gar nicht. Guck mal hier.
kann doch bestimmt auch hierher fahren. Wie umfährt der denn jetzt da? 4, 5? Muss ich, glaube ich, mal neu aufbauen hier. Das geht gar nicht. Achso, die fahren hierher. Komische Linienführung. Was habe ich denn da gebaut, ey? Straßenbahn unterwegs. Ja, dem Witzi sein Bart. Der ist wirklich witzig. Schöner Wortwitz. So. Stimmt denn jetzt hier nicht? Stimmt doch hier jetzt nicht. Hier hinten das ganze Wohngebiet ausgelassen, ne? Ist auch totaler Schrott. Ich würde mal sagen, wir werden da jetzt alles entfernen. Das ganze Ding neu aufbauen hier. So, ja, komplett. Warte, Bachstraße. Ne, Bachstraße können wir jetzt mal anfangen. So. Hier. Hier. Ne, warte. Das machen wir wieder weg. Fährt dann hier raus. Hier rum. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Die haben wir noch nicht drin. Dann hier. Ja. Wo ist denn hier das Busdepot? Da müssen wir mal ein paar neue Fahrzeuge kaufen hier. Kann ja nicht sein. Was ist das hier? Wie heißt der Ort? Norderstedt. MN Norderstedt. Ist doch gewesen, wo es. Bus Norderstedt hier. Schön. Neustadt an der Aisch.
eigentlich hier mal weitermachen. Nach der 4. Aber hier müsste ja eigentlich auch noch irgendwo eine Haltestelle hin, ne? Wie soll man die da reinbinden? Warte mal. Winkel. Nee. Nach der 4 müsste die auch da rein. So. Nee. Doch, hat es jetzt irgendwie entspannt. Aber vom Rosenweg könnte man dann noch hier so, im Rosenweg. Nee. Nee, das war doof. Vom Rosenweg hier hin. So. Ah, da müsste man auch noch ein paar neue Fahrzeuge da drauf machen, ne? Sehr still. Ja, wir machen heute ein bisschen bis 22.15 Uhr, würde ich sagen. Wo sind wir denn hier? Neustadt an der Eich. So.
Fahren hier auf jeden Fall ein paar mehr Busse rum. Pkw-Verkehr vor der Stadt stockt schon. Neustadt an der Aich. Da werden wir mal nach der Bevölkerungsentwicklung gucken. Ja, geht auch nach oben, ne? Schön. 2087 haben wir. Hier könnte definitiv noch ein Zug fahren. Na, nicht erhängen, Eisenbahner XC. Hä, wo ist denn die ZB1 hier? Wo geht die denn weiter? Ich bin verwirrt. Ah, hier irgendwo, ne? Hier ist dieses komische Bauwerk. Oh oh. Oh 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 oh. Was haben wir denn hier gebaut? Ist ja gar nicht gut. Oh oh oh. Ach so, warte mal. Das können wir aber beheben, glaube ich. Indem wir.
hier noch ein paar Signale hinsetzen. Darum geht das hier nicht weiter, ich dachte schon. Noch eine Minute. Anscheinend wird mein Nahverkehrsnetz hier so ziemlich von National Express betrieben. Kleiner Zugstau. Ist das der richtige, den wir da als Ersatz genommen haben? Die Talent ist ja super. Ja, weiß gar nicht, was du hast. Doch, ist der fünfteilige, war das klar. Hier geht's voll ab. Hier ist viel Talent am Werk, würde ich sagen. Ich habe noch einen ET420. Ja. Warten jetzt noch kurz, bis der Zug da rausfährt. Wunderschön. So, ja, ich würde sagen, wir machen hier auch Schluss, damit ich noch ein paar Minuten wenigstens beim Eisenbahner XD zuhören kann. Sorry, es war jetzt ein bisschen lang. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall. Es war ein wunderschöner Stream an den Chat auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und wir werden da ein bisschen weiter talentieren sozusagen. Wir sind ja auf jeden Fall auf einem guten Weg, 267 Millionen auf unserem Konto. Ja, ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.